Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, go! Tschüss! 17 AP! Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu diesem weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Hallöchen, wie geht's denn so? Spielt ihr schon? Ah, Android, ne? Ich hoffe, es kommt heute, Leute. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es zumindest am Wochenende irgendwann rauskommt, damit ihr richtig Gas geben könnt, beziehungsweise in Deutschland. Von mir aus erstmal die Beta-Version, das passt. Und dann später in ein paar Tagen hoffentlich die Full-Version mit geilen neuen Servern, wo man dann auf jeden Fall sagen kann, wow, wir können zocken, es macht Spaß und wir können uns gegenseitig an die Pimmel packen. So ist der Plan, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe ein neues Deck gebaut, und zwar das, was ich letztes Mal bauen wollte, und zwar dieses hier. Das sieht sehr, sehr randommäßig aus. Einfach mal hier so ein Wirbelsturm drin. Ein Phönix ist am Start, natürlich mit Wirbelsturm läuft. Ich kann upgraden hier. Epic. Ich ziehe gerne epische Karte nach oben. Warum? Weil ich kann gar kein Ding für den King ja abgezogen. Yay, Level 2 Boy. Alles gleichchen. Du hast Mr. Uga Agas am Start. Das ist einfach alles so zusammengemixt. Ob das was wird, ich habe gar keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall ist dieses Deck sehr, sehr stark oder weit verbreitet in den Top 10 in der fucking World. Und deswegen schauen wir mal kurz ab, ob wir irgendwas reißen können. Ich bin gespannt. Kurz ein paar Kisten hier öffnen. Was haben wir sonst hier noch? Nix. Bislang gibt es keine weitere Informationen. Ich habe keine Post oder so bekommen. Also ich kann euch da gar nichts sagen, was bei den Entwicklern aktuell los ist. Ich könnte ja mal anschreiben, aber ist halt dann die Standardantwort von wegen, ja, wir arbeiten daran, dauert noch etwas. Und deswegen, naja. Ich hoffe es, ich hoffe es. Wir haben mittlerweile schon den 10., ne? Also den 10. Anfang diesen Monats. Ich würde sagen, diese bzw. nächste Woche noch. Und dann muss es kommen, sonst müssen sie es wieder verschieben und dann wird komplett eskaliert und alle werden komplett ausrasten. So, das Deck wird getestet. Ich bin mal gespannt, Leute, was wir mit reißen. Und ja, ich will was ansprechen, was ich beim letzten Mal. Und zwar, das Spiel startet nicht. Fuck my life. Level 1 Account. Wie wäre es, wenn der Android-Release vor der Tür steht, könnte ich mit meinem Emulator das Ganze quasi über den Emulator zocken. Das würde funktionieren. Und dann könnte ich einen Level 1-Account machen. Na, Level 1? Nochmal neu starten mit euch zusammen? Habt ihr Bock, Leute? Habt ihr Bock, mit mir zusammen nochmal zu starten? Wollt ihr mit mir in meine Arme kommen und an meiner Brust saugen? Wollt ihr es? Wollt ihr es, Leute? Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist das guter Plan oder ist das schlechter Plan? Ich weiß nicht, was das für ein Plan ist. Ich spiele mal die auch noch hier. Warum? Können wir mal hier kurz hier easy. Können wir wegwirbeln? Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Bäh. Ich beschütze mal das Ei kurz. Spielt man das so? Ich hoffe doch mal. So, Level. Holy moly. Holy moly, my friend. Sorry for party rocking. Aber es sieht gerade ziemlich schlecht für dich aus. Alter, mein Phoenix hat gegen den Strich mit Benzin an, Mann. Na, koi. Oh Gott, der Phoenix. Was will der machen? Was will er machen gegen Phoenix? Was will er machen? Ich weiß es nicht. Hier noch Mr. Hanky rein. Mr. Hanky schlitzt auch noch ein bisschen. Alter, wir haben gewonnen. Wir haben halt einfach gewonnen. Seht ihr das? Wir haben gewonnen. Wow. Wir haben einfach gewonnen. Wie er den Phoenix nicht opfern kann. Ist das der neue Plan? Ist das der neue Plan? Den Phoenix komplett einfach nur zum Rasieren bringen, dass er einfach komplett eskaliert. Waren der irgendwo auch Level 10? Das war jetzt interessant. Das war zu einfach. Das war zu einfach, meine Damen und Herren. Das war viel zu einfach. Fuck! Scheiße! Das war zu einfach. Was soll ich machen? Der hatte entweder einen Disconnect gehabt, entweder hatte er keine Arme oder Pech mit den Karten. Das war viel zu einfach. Das ist halt so einfach. So, weiter geht's. Gegen Pablo. Pablo, my friend. What is going? Ich glaube, bei dem Deck muss man wirklich den Phoenix einfach am Leben halten. Dann kann man komplett eskalieren, ausrasten und einfach nur jeden wegdrücken. Ich hoffe es doch mal. Das ist so der Plan ist von dem Deck. Wenn nicht, wäre blöd. Aber Krieger ist hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Variante. Ja, wir haben noch den Heal dazu, können wir dazu spielen. Das ist ganz okay. Er ist eckelig. Das ist natürlich wieder eckelig hier. Hier würde ich gerne den Dämon spielen. So, mal schauen, ob er gleich wegpustet. Der Heal war blöd. Den Heal zu spielen war richtig blöd. Ich dachte eigentlich, dass wir wieder da überleben, aber tut's nicht. Schieben wir hier den Phoenix. Das ist gut. Den Affenpiraten muss ich mir gerade noch was überlegen. Vielleicht eine junge Dame gleich spielen. Skelette bringen nichts. Wir spielen hier die junge Dame, um das am Leben zu halten. Sehr gut. Das pusten wir einfach zurück. Da wird eine Bombe geworfen. Interessant. Spielen wir da die Skelette. Hat er was? Oh, er freeze. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Wir können hier Mr. Uga Aga spielen. Das ist, glaube ich, eine Variante, die man machen kann. Oh, verbrannt. Interessant. Wir freezen auf. Ich möchte gerne die junge Dame am Leben halten. Hier spielen wir einen Golem rein, um das erstmal zu hier ein bisschen zu halten.
Sind wir hier Mr. Uga Aga? Uga Aga ist am Start. Oh yeah, Uga Aga. Läuft bei dir, Uga Aga. Da oben ist Mr. Henki. Da wird verbrannt. Interessant. Ich spiele auch Henki da oben rein. Ja, wir 7er Henki. Ich habe einen 8er. Läuft bei mir. So, das ist schon mal gut jetzt hier. So, das machen wir hier mit weg. Komm, bleib am Leben. Oh, fuck, Schamane. Warum bist du scheiße? Wieso bist du scheiße und bist tot? Not good. Gefreeze, Mr. Uga Aga, kurz und Heal rein, Alter. Oh Gott, nein! Hab ich. Oh Gott, der Heal. Nein, die Bombe. Shit. Shit. Mach kaputt, Dankeschön. So, das Ei muss weg. Habe ich gar keinen Bock drauf, das Ei, Dankeschön. So, schaffen die das? Die Boys schaffen das, oder? Na klar, schaffen die Boys das. Jetzt wird es schon ein bisschen hier gefährlicher. Das ist schon interessanter. So, die junge Dame hinterher. Die regelt auf jeden Fall. Hier ein paar Skelette rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, Mr. Pablo. Mr. Pablo. Das war doof. Warum machst du so einen Scheiß, Mr. Pablo? Ich habe dir nichts getan. Und du machst nur Blödsinn. Mr. Pablo. Why do you make this? Why? Okay, das will ich jetzt nicht hier. Mr. Uga Aga ist am Start. Alter, der Schamane ist gar nicht mal so schlecht, ne? Obwohl er nur Level 2 ist, der gefällt mir. Hier, na, hör auf, ich freeze eine Runde. Ich hab Bock drauf. Noch kurz einen Heal rein, bis ich jetzt nicht wieder Flächenschaden. Hör auf, hör auf. Hör einfach auf. Hör auf, deine... So, das pusten wir zurück, dann spielen wir hier wieder. Sehr gut, und jetzt gehen wir aufs... Jetzt gehen wir hier drauf, komm, Damage. Pfeile auf Doom. Scheißegal. Ja, 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 ja. Bitte, bitte nichts gegen meine Dame, bitte nichts gegen meine Dame. Oh, so ein ekliger Drecksack. Warum machst du sowas? Ich hab dir genau nichts getan und du machst den Scheiß alle. Oh, er lebt halt noch, ne? Warum lebt der doch? Ist doch scheiße. So. Vielleicht spielen wir den Phoenix. Hier machen wir Verbrennung rein. Tschüss. Hau rein, Bro. Den machst du kaputt. Ist geil von dir, aber interessiert mich gerade ein Scheißdreck. Hier spielen wir das vor. Hier spielen wir das noch vor. Da wird da geregelt. Der Affenpirat. Boah, der Affenpirat. Zack, mein Leben. Und zwar richtig hart. Oh. So, machen wir so. Bitte kein Hit, dankeschön. Was mache ich gegen den Affenpiraten? Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich schiebe den Henker rein. Er trifft halt nicht, der Henker. Er trifft halt nicht. Hör auf! Oh Gott, sehr gut. So, 7 Sekunden, fuck. Mr. Uga Aga, go! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich ziehe eine Karte einfach. Ich muss jetzt irgendwie noch irgendwas... Oh Gott, 1200, 1200. Ich muss hier Damage. Go, gemacht Damage. Ich halte mich noch kurz. Ich halte hier nochmal rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Go. Cheese. 17 AP. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das kostet Bankpfeifen. 17 AP. Oh, boah, das Deck ist total vielseitig. Habe ich gerade vielseitig gesagt? Seitig natürlich, nicht Seil, sondern seitig. Alter, ich, letzter Zeit, ich spreche so eine Scheiße. Deutsch ist halt nicht meine Stärke. Kauf die Tüte Deutsch, gibt's für 5 D-Mark bei Aldi. Ja, das war aber cool. Die Angriffe des Narren zersetzen sogar die Steinstatue. Stand da gerade, ich glaube schon. Oder zerkicken die? Ist egal. So, komm, das war geil. Oh, jetzt so ein Scheißstart hier, wo ich nichts anfangen kann. Das Deck ist interessant, Leute. Schreibt mir gerne die Meinung zum Deck in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ja, einen kleinen Zipfelklatscher hier. Oh, komm, 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 komm. Komm. Okay, ich spiele erstmal nichts. Man kann aber auf alles reagieren. Das ist cool an dem Deck. Das ist richtig cool. Ich spiele mal. Was war das denn? War das so geplant von ihm? Wusstest du? Uga, Uga, Aga. Uga. Uga, Uga, Uga. Oh, mein Ohrkrieger lebt noch. Warum er das kann? Nur kurz ein Heal rein. Für mich der Uga Aga. Oh, blöd. Warum machst du sowas? Alter, Double Freeze, was ist los bei dir? Hast du irgendwie gelitten oder so? Schieben wir hier mal den rein. Und den rein. Was ist los? Ich glaube, du hast verloren, mein Freund. Ich glaube, du hast verloren. Ich glaube, du hast... Ja, du hast verloren. Ich weiß gar nicht, was los ist. Du kannst... Er kann halt einfach nicht spielen. Weißt du, ich habe so einen slowen Start, so einen richtig beschissenen Start. Er hat auch einen richtig beschissenen Start. Aber er kann einfach trotzdem nichts spielen. Was hat er denn für ein Deck?
Keine Ahnung. Hat er diesen entfesselten Dämon-Scheiß-Deck, was ich auch schon mal gespielt habe, und hat ihn einfach nicht gezogen? Ich denke doch, wir gehen kurz auf die History. Spielverlauf. Ja, genau. Hat er hier. Seht ihr das? Hat er am Start. Aber hat ihn wohl nicht gezogen. Alter, Level 11. Level 11, Level 5. Alter, was haben die für hohe Karten? Was ist denn los mit euch, meine jungen Damen und Herren? Was ist denn los mit euch? Wer da? Geil. Oh, wir sind ja wieder auf 4K. Wir sind deswegen, deswegen sind wir gut. Wenn wir 4K haben, sind wir die besten Spieler ever. Viel Erfolg, natürlich. Hallo und viel Erfolg und den hier. Golem. Golem ist ein schöner, slower Start. Kann man schon hier. Das ist Wolfpack. Wolfpack ist back. Von der NWO. Kennt ihr die NWO noch? New World Order? Ich hoffe doch mal. Von früher damals war Wrestling noch total toll. Wrestling. Damals noch Wrestling. Ich weiß noch. Komm, gib mir einen Phoenix. Dann nicht. Schade. Ich dachte, kommt ein Phoenix. Ist aber keiner da. Da habe ich keinen Bock. Die Headbutts of Doom. Bob. Da haben die Headbutts es. Oh, der hat das Ei wieder belebt. Das gefällt mir gar nicht. Blöder Sack. Blöder Sack. Mega der blöde Sack. Mega der blöde Sack. Oh oh. Oh oh. Tschüss. War kaputt? Mist. Okay, ich bin auch für nix. So ist gut. Wieder belebt, das Ei aber nicht. Sehr gut, da kommt mein Henker. Oh, das war schlecht von ihm. Er hat den Henker. Er hat mit dem Henker alles wiederbelebt. Beziehungsweise hat er nicht das Ei wiederbelebt. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Viel, viel Erfolg. Hör auf mit sowas. Hör auf. Hör einfach auf. Möchte ich nicht. Dankeschön. Dankeschön, da ist alles wieder da. Oh Gott, da ist doch alles wieder da. Da ist doch alles wieder da. Gut Spiel. Ja gut. Alter, der Wirbelwind ist cool. Einfach mal die Schwatte gecountert. Die Schwatte Hexe damit gecountert. Das Deck hat Potenzial, meine Damen und Herren. Das hat richtig Potenzial. Und zwar ist richtig Potenzial wie mein Ding in der Hose. Das ist richtig geil. Damit können wir was machen. Truppen mit Flächenschaden treffen die Burg. Ah, komm, scheiß auf die Tipps. Ey. Ich weiß doch alles. Ich bin doch Pro. Und ich als Pro-Gamer weiß alles. So, weiter geht's hier. So, go, go, go. Ich will noch ein Game hier. Ich will rasieren gegen den Strich mit Benzin. Jawohl, go, go. Truppen mit Flächen. Ja, hatte ich doch schon. Let's go. Ah. Schon wieder Pablo. Haben wir letztes Mal gegen Pablo verloren? Ich meine schon. Der hat uns, glaube ich, weggedrückt. Ja, das war das erste Game gegen Pablo. Der war zu stark. Der war zu krass. Der ist Level 9. Da hatte ich keine Chance. Aber jetzt. Jetzt bin ich wieder in der Hood. Jetzt bin ich wieder. Es läuft wie ein Länderspiel. Und zwar richtig scheiße. So, erstmal Phoenix spielen ist total kacke. Lohnt sich nicht. Oh, fuck. Ich habe nichts zum Zocken. Das ist richtig doof. Also die beiden Kollegen möchte ich jetzt nicht spielen unbedingt, weil der, ne, es lohnt sich nur gegen Flächenschaden und das hier nur gegen großen. Spielen wir Skelette in der Mitte. Was willst du sonst machen, Leute? Ja, gegen Affenpirat ist scheiße. Ich mach den weg hier mit einem Dämon, der geht mir auf den Sack. Tschüss. Ist auch dumm. Können wir ausspielen, ich habe auch ein Level 2, das passt. Oh, Wirbel, hat er Wirbelwind? Ja, Freeze, okay, deswegen machen wir das so. Das ist okay. Hör mal auf. Hör mal auf mit so einem Blödsinn, das will ich nicht. Dankeschön. Hier kurz den noch rein. Dankeschön. Ei kaputt gemacht, so ein Drecksack. Egal, läuft noch, Leute. Mein Kollege ist gerade dran. Henker vor. Oh yeah, Henker schlitzt. Oh, geil, Alter, das Deck ist so... Das macht voll viel Spaß, das Deck. Was ist hier los? Ist das das neue, erfolgreiche, super OP-Deck? Eine Antwort auf alles? Eine Antwort auf alles, dieses Deck? Das krasse Allrounder. Das krasse Allrounder-Deck. Wow. Wie es einfach nur abgeht. Pablo kann ja gar nichts mehr. Und so einer kommt aus Argentinien. Das gibt's doch gar nicht. Messi lässt auf jeden Fall nicht grüßen, glaub mir. Der ist jetzt nicht stolz auf dich, dass du so schlecht bist. Hier, freeze, freeze. Ich hab doch genug Freeze noch auf der Hand. Einfach jede Lane noch freezen. Hier.
Tschüss. Pablo, es tut mir leid. Du campst natürlich wie so ein richtiger Messi, aber es bringt nichts. Gutes Spiel, gibst ein Küsschen, reingedrückt in den kleinen Popo und nicht mal einen Schadenspunkt bekommen. Das Deck ist geil, hat Potenzial und kann auf jeden Fall einiges zerstören. Eins machen wir noch hier. Los geht's. Go, go. Wie man halt nicht mal schafft, in einer Aufnahme die Kiste sich zu holen, wenn man einfach 8 Wins braucht. Wer schafft denn so schnell 8 Wins? Ich will ja meistens nicht länger als 20 Minuten machen. Eigentlich ist länger als 15 Minuten schon schlecht, weil dass sich keine Sau anguckt auf YouTube mehr. So lange. Rusher. Ist ein Rashi. Das sind die kleinen Rushies immer hier. Bitte keine Bombe, bitte keine Bombe, bitte keine Bombe, bitte keine Bombe, bitte keine Bombe. Fuck, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich hart, bitte. Oh, verkackt den Wirbelwind. Ah, läuft nicht bei mir. Läuft gerade gar nicht bei mir. Nicht gut, Leute. Nicht gut. Kommt noch ein Genie. Ah, sieht nicht gut aus. Meine Damen und Herren, es sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus für uns. Da kommen Skelette. Das war's wohl. Das war's. Wir wurden down gerusht. Get rushed. Get rushed, meine Damen und Herren. Oh yeah. Get rushed. Gutes Spiel, gibt's Küsschen auf jeden Fall für dich. Hast du verdient auf deine kleine Eichel. Mr. Fire 482. Hast du gut gemacht. Ja, freu dich. Freu dich. Du darfst dich freuen. Dafür klatsche ich einmal kurz mit dem Sack auf den Tisch. So, weiter geht's. Noch eins machen wir noch jetzt hier. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass ich so hart verliere gegen Rushy. Ja, mit dem Ei. Es war nicht gut, Leute. Es sind Missplays. Aber ich hab die Karte nie benutzt. Muss ich ehrlich zugeben. Wirbelwind nie. Wann spielt man die mal? Nie. Aber jetzt ist sie da. Jetzt sind das die Skill-Dinger. Die Skill-Dinger, die man braucht, um richtig erfolgreich zu sein. So. Ich finde, dafür, dass wir das Deck jetzt hier zum ersten Mal spielen, sind wir gut dabei. Da kann man sagen, was man will. Und kopiert er den einfach? Voll eklig. Finde ich jetzt voll eklig von dem. Also. Finde ich jetzt, das finde ich echt eklig. Wenn das so ist, machen wir es doch kurz so. Okay, verbrannt, interessant. Dann verbrenn das mal. Ich klebe so ein bisschen an deinen kleinen Nüssen. Das ist auch legitim, der blitzt da. Okay. Weggeschlitzt. Ja, freeze mal ruhig. Ist okay. Hier kommt noch Mr. Uga Aga am Start. Ja, ich freeze mal eine Runde. Musst du Pfeile benutzen oder irgendwas? Ja, musst du benutzen. Als Lärchen, finde ich gut. Wow. So, hier noch ein Golem rein. Dann flitzen wir da los. Es tut mir leid, mein Freund. Es tut mir leid, aber es... Oh Gott. Ach, der diesen verdammten, dreckigen, geilen Inferno gesehen. Gutes Spiel, gibt's Küsschen. Das war wieder... Leute, das Deck hat echt Potenzial. Das hat richtig Potenzial. Ich will es weiter spielen hier. Schreibt gerne die Meinung rein, was ihr davon haltet. Ich find's geil. Ihr seid geil. Wir sind alle geil. Deswegen lasst ein Like da. Und bei 250 Likes werde ich auf jeden Fall einen Nippel zeigen im nächsten Part. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.